Garage Kapell. 12 Minuten Donnerstag auf diesem Kanal und heute geht's, wie im letzten Donnerstagsvideo angedroht, um das Thema Dreipunktbeleuchtung, respektive Dreipunktbeleuchtung ohne drei Punkte. Und um euch mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn man versucht, mit einer, mit einem Baustrahler Licht zu machen, habe ich hier mal dieses Horrorszenario aufgebaut. Heute Morgen habe ich schon angefangen, um euch mal zu zeigen, was denn passiert, wenn man hier mit Available Light aufnimmt und was passiert, wenn man zu diesem Available Light zusätzlich noch diesen Baustrahler einsetzt. So, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht ja um das Thema Dreipunktbeleuchtung. Und jetzt switchen wir mal um auf Normalzustand. So, der Normalzustand, wie ihr ihn kennt, ist hier oben als sogenanntes Führungslicht die Softbox. Damit haben wir sozusagen eine Einpunktbeleuchtung, respektive eine Anderthalbpunktbeleuchtung. Denn wir haben hier neben auf dieser Seite, also da, eine weiße Wand und diese weiße Wand reflektiert etwas von diesem Licht, um diese Seite hier, die auf der Schattenseite des Mondes liegt, etwas aufzuhellen. Das bezeichnet man in der Regel als Fülllicht. So, jetzt kann man natürlich dieses Fülllicht auch mit Licht füllen und nicht nur mit einer reflektierenden Wand. Normalerweise nimmt man für diesen Zweck einen Reflektor. Entschuldigung. Reflektor habe ich aber nicht. Also noch nicht. Und deshalb dient die weiße Wand. Aber jetzt gibt es was Neues und das schauen wir uns jetzt auch an. So, und wie man jetzt sieht, ist dann hier neben das Ganze ein bisschen aufgehellt. Ich mache das Ding mal weg, damit man den Unterschied sieht. Also der Schatten ist jetzt nicht mehr ganz so dolle. Da kann man dann durch Entfernung und Veränderung bei dem Mikrofonarm das Ganze noch ein bisschen variieren. So, und zu diesem Zweck gibt es hier diesen Gorilla-Pod. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und so ganz einfaches Lämpchen, das nicht so stark ist. Wenn man das jetzt auf volle Leistung dreht und hier neben hinstellt und dann seht ihr, dass dieser Effekt mit dem Schatten völlig weg ist. Das heißt, es ist jetzt überhaupt keine Plastizität mehr im Bild. So, und um jetzt noch das sogenannte Spitzlicht oder auch genannt Kante mit ins Spiel zu bringen, machen wir wieder so einen kleinen Sprung. Und zack, da ist es. Dieses Spitzlicht, auch Kante genannt, sorgt dafür, dass sich der Kopf nochmal separat oder separiert vom etwas dunkleren Bildhintergrund. Und somit bekommt das Ganze etwas mehr Tiefe und etwas mehr Plastizität. Das Führungslicht wird normalerweise über Kopf aufgehängt, nach unten strahlend. Und hier vorne raus in einem 45-Grad-Winkel. Das ist dann so quasi ja, natürliche Lichtquelle, ähnlich des Sonnenlichts, das ja normalerweise, wenn man nicht von Sonnenaufgang oder Untergang spricht, auch irgendwo oben hängt und dann eben auch diese natürliche Schattierung auf einem Gesicht zaubert, darstellt. Macht. Also, ne? Das heißt also, wir haben Führungslicht, Fülllicht und Spitzlicht bzw. Kante. Und was ich jetzt noch zusätzlich gemacht habe, ist hier Kamerad-Fernbedienung. Da habe ich mir im Hintergrund noch so ganz dezent eine LED-Lampe installiert, die im Hintergrund ein bisschen buntisch macht.
Und die kann man dann auch farblich umschalten. Hammer, oder? Und die kann man auch so, dass die wechselt. Aber ich habe die meistens entweder auf so einem Blau oder auf so einem Grünton stehen. Das macht noch so ein bisschen, macht das ganze Bild noch so ein bisschen lebhaft. Also, so viel zum Thema Dreipunktbeleuchtung. Die ganze Zeit habe ich ja immer nur mit 1 bzw. 1,5 Punkten gearbeitet, also Reflexion von der Wand und ein Führungslicht ist völlig ausreichend. Ja, muss man nicht tun, aber man kann natürlich mit diesen 3 Lichtern arbeiten und dann sieht es halt noch ein bisschen knackiger aus. Und das Beste daran ist, es sieht knackiger aus und keiner weiß warum. Also außer ihr. Ihr wisst ja jetzt warum. So. So viel zu diesem Thema. Das war jetzt heute mal wieder ein relativ kurzes Video. Dafür gibt es jetzt aber noch 1, 2 Produktvorstellungen. Den Gorillapod habe ich euch ja schon gezeigt. Und diese Lampe, der Gorillapod, lässt sich sehr universell als Stativ einsetzen. Und das ist auch ein 3 Kilo Gorillapod. Das heißt, die DSLR kann ich darauf auch festschrauben. Dann neu im Haus ist hier dieses Rode VideoMic als Shotgun. Ich hoffe, dass das etwas bessere Ergebnisse liefert als das Boya Shotgun Mikro. Es scheint mir auch windunempfindlicher zu sein, weil hier ist so ein Schaumstoff-Brimborium drin. So, und dann kommen wir zu etwas ganz Besonderem. Das hat jetzt mit dem Licht nichts zu tun, aber mit dem Ton. Und der Ton ist ja auch wichtig. Da zeige ich euch aber noch so einen Einspieler, wie die Box aufgeht, weil die ist mega. So, es handelt sich hier um einen sogenannten Beachtech. Das ist der Hersteller. DXA Pocket heißt das Teil. Und das sieht so aus. Super, oder? Sieht man gar nichts. Schwarz Kästchen, aber aufpassen. Von der Rückseite sieht es schon viel interessanter aus. Und zwar handelt es sich hier um einen Zweikanal-Audiomischer für digitale Spiegelreflexkameras. Der hat also unten einen Schraubdingsbums und hier auf der Oberseite auch einen Schraubdingsbums. Das heißt, man kann die Kamera hier drauf montieren und hat dann hier noch einen Teil, wo man so einen Cold-Shoe-Mount dran machen kann. Hier vorne kann man auch noch was aufschrauben. Und der kann entweder linke Kanal, rechte Kanal aufnehmen oder Stereo. Und das Coole daran ist, man hat dann hinterher, wenn man zum Beispiel in einer Interviewsituation ist, 2 getrennte Kanäle und muss sich nicht mehr mit Übersprechen oder sonst irgendwas rumärgern. Er hat auch ein, wie sagt man da, so eine Art Phantompower. Ja, neues Teil, also neues Teil. Beachtech DXA Pocket. Wir sehen.